Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge Spaß mit Flaggen. Wir werden heute ganz viel Spaß haben mit unseren Kandidaten Brammen, Peter, Jay und Christian, die heute verschiedene Fragen rund um das Thema Flaggen, Länder und Farben beantworten werden. Und wir starten einfach mal los in Runde Nummer 1 mit um welches Land geht es hier? Das ist die Flagge. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe keine... Ist das um weiß. Ram? Ist oben noch weiß, ja? Ja, also zählt noch damit, ja, okay. Ja. Das Auenland. Das ist... Der Peter, welches Land geht... Als wenn es ein real existierendes Land so eine Flagge hätte. Ja, ich glaube, die sind doppelt christlich. Der Fußballer von Ajax Amsterdam. Oh, Jay gibt hier richtig harte Tipps. Das ist ein 84er ZOM, den ziehst du immer. Und ich reg mich immer auf, wenn ich die Flagge sehe. Ich weiß nur nicht, wovon die ist. Das ist das Problem. Aber mit Tadic habe ich euch immerhin den Tipp gegeben, ja, dass das nicht Deutschland ist. Hat Mittelerde, okay. Ist eigentlich die Flagge von doch, klingt schon ziemlich Peter. Deutsch, finde ich. Ich weiß nicht, Peter meint, das wäre die Flagge von Mittelerde. Wir gucken mal, was unsere Kandidaten denn jetzt real geantwortet haben. Christian sagt Slowakei. Jay sagt Slowakei. Bram sagt Slowakei. Peter sagt Weißrussland. Richtig ist Slowakei. Damit bekommen alle einen Punkt. Slowakei ist auch kein echtes Land, oder? Ob es Slowenien. Die Tschechoslowakei, ne? Ist auch ausgedacht. Nee, ich weiß, aber überlegen, ob es Slowenien. Ja, die sieht so ähnlich aus. Dann ist es die russische Flagge. Ja, aber Peter, im nächsten Land, da sehe ich dich. Da warst du sogar schon. Ich hab bei Flaggen habe ich den Spaß noch nicht gefunden, muss ich sagen. Peter war als einziger in diesem Land, glaube ich. Aber das werdet ihr... Das ist natürlich ein ganz schöner Tipp. Alles klar. Oh, das ist ein krasser Tipp. Aber ich schreib's schon rein, bevor ich die Flagge sehe. Ja. Okay. Weiter geht's. Hab ich auch. Okay, ich ändere nochmal. Nenne diese Hauptstadt von diesem Land. Oh, das ist einfach... Rechtschreibfehler sind okay, ne? Ja, Rechtschreibfehler sind okay. Also auch Slowakei war teilweise mit AI, mit EI, das ist alles okay. Ey, wie wird denn das geschrieben? Keine Ahnung. Peter, du kannst dich nur blamieren. Ja, hallo, das ist mein Format, das ist mein Blamageformat. Ich wusste gar nicht, dass ich der Einzige bin von uns, der bisher da war. Also ich war noch nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass da noch einer war. Ich will da unbedingt mal hin, aber nur für bestimmte... 2 Wochen. Also. Was denn? Als ob wie schreibt man das denn? Oder wie hieß das denn? Du kannst auch denken, ich glaube, Neuseeland hat zum Beispiel irgendwie 2 Sterne oder so weniger. Die sieht sehr ähnlich aus, die Flagge tatsächlich. Okay. Deswegen habe ich auch Wellington getippt. Seid ihr so weit durch mit euren. Aber wir sind noch nicht durch. Tipps. Ja. Ja, okay. Dann schließen wir diese Runde. Fangen wir an mit Peter. Peter hat Sydney. Brammen hat nicht Sydney, sondern Canterbury. Alter. Irgendwie das ist aber echt schon weit weg. Canterbury. Jay hat Canberra und Christian hat auch Canberra. Canberra. Ja, guck mal, ist nur das A ist nur falsch. Das kommt ans Ende, ja? Nein. Das ist nicht Sydney, Peter. Daher bekommst du auf jeden Fall keinen Punkt. Ich hader noch mit mir. Komm schon, Sepp, wir haben abends ans Ende, das ist nur ein rechter Fehler. Komm, also ich finde, Bram hat uns Spaß gebracht und darum geht's. Ja, und er Spaß hat mit Flaggen. Auf jeden Fall den richtigen Gedanken da. Er denkt, glaube ich, an die richtige Stadt und das ist, worum es geht. Ja, Canberra, ich wusste nur nicht mehr, wie er genau geschrieben wird. Und dieses Land ist Australien, wo Peter schon mal war, aber nicht in Canberra, glaube ich, oder? Ich hier Namibia geschrieben, bevor du die Flagge gesehen hast. Ich war auch schon in Australien geschrieben. Ja. Da wüsste ich allerdings auch nicht, wie die Flagge aussieht. Von Neuseeland und von Namibia. Neuseeland sieht genauso aus wie Australien. Ja, mit der 2 Sterne. Nur weniger Sterne. Ja, naja, das hast du ja gesagt, aber wo? Keine Ahnung. Links. Was weiß ich. Ja. Kommen wir jetzt zur nächsten spaßigen Frage. Und zwar: Wie viele Einwohner
hat dieses Land? Ich weiß nicht mehr, welches Land das ist. 2018. In der Mitte, dieses das Weiße, das gehört zur Flagge. Das ist nicht einfach nur Rot und Grün. Vielleicht sollte man einfach einen grauen Hintergrund nehmen. Sondern, ja, aber irgendwie ist es, ich weiß nicht, in diesem Windows-Foto... Jay, fällt hier gerade eine graue Flagge ein? Gibt das nicht. Ja, das also stimmt. Rot-Grün-Schwäche, wo ist denn das Rot, ja? Wie viele Einwohner hat dieses Land? Keine Ahnung, wie viele Einwohner Italien hat. Ja. Okay, einfach mal raten. Das ist doch Holland. Ich habe keine Ahnung. Also. Ist doch jetzt mittlerweile grün, seitdem das Cannabis da verfügbar ist. Wer am nächsten dran ist, bekommt natürlich hier bei dieser Schätzfrage den Punkt. Keine Ahnung, wie viele Leute da ganz wohnen. Ganz klar. Also auf jeden Fall keine Flüchtlinge. Einer ist schon da. Sicher, Jonathan? Ja, die werden direkt ausgewiesen. Ich hab gehört, einer ist aber Stand 2014, oder nicht? 18. Ah. Dann 2018 und ich sehe hier vier Leute, die was Schönes da hingeschrieben haben. Ach, voll. Und wir gucken mal, wer am nächsten dran ist. Peter sagt 32 Millionen. Was? Rammen sagt welches Land ist das denn, 20 Peter? Millionen. Syrien. Oh, Jay sagt 8,5 Millionen und Christian sagt 8 Millionen. Ungarn habe ich auch, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da wohnen. Ich hätte weniger, glaube ich, erst nehmen wollen. Ich dachte so, als du gesagt hast, Holland, musste ich so, habe ich noch mal ein bisschen weniger genommen. Wir haben hier zwei Leute, die sehr nah dran sind. Budapest ist fucking groß. Aber wohnen in Holland nicht fast 20 Millionen Leute? Könnte sein. Ja, aber in Ungarn wohnen auf jeden Fall weniger. In Ungarn wohnen weniger als 20 Millionen Leute. Das heißt, Peter und Bram sind leider schon mal raus. Aber. Aber es geht ja nicht um Ungarn. Geht ja um Syrien. Doch. Nein. Es geht nicht um Syrien. Das war natürlich schade. Okay, Peter, du bist weiter in Syrien. Jay und Christian haben ungefähr 8 Millionen und es sind 9,7 Millionen. Und damit bekommt Jay hier diesen entscheidenden Punkt und geht damit in Führung. Jay 3 Punkte, Christian und Bram 2 Punkte und Peter bisher 0 Punkte. Aber in der nächsten Frage sehe ich Peter. Denn es kommt eine Frage aller Fragen. Welche Farbe, jetzt müsst ihr euch die Flagge bildlich vorstellen, ja? Welche Farben kommen in der Flagge von Israel vor? Welche Farben? Boah, ich glaube, das weiß ich mal. Bitte die genauen Farben. Sagst du uns wie viele? Wenn ich jetzt sagen würde, da ist Rot drin, dann reicht nicht Rot, sondern ich müsste Kaminrot schreiben. Doch, Rot und Blau und Grün und Gelb reicht mir. Es muss nicht die Nuance sein dieser Farbe, sondern die allgemeine Bezeichnung der Farbe. Und da wurde sehr schnell getippt bei allen und ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt weiter und lösen mal auf. Peter sagt Weiß-Blau, Bram sagt Blau-Weiß. Jay sagt Weiß-Blau, Christian sagt Weiß-Blau. Und damit haben alle richtig, alle bekommen hier einen Punkt. Ich wusste was. Israel sieht so aus. War mir nicht sicher, ob weiße der Flagge Stern mit blauen Rändern ist mit schwarz oder so. Ja, da war ich mir auch nicht sicher. Und damit oder so. Goldbestickter Rand oder so. Alle ihren Punkt. Ich wusste doch, Peter sehe ich da. Peter hat seinen ersten Punkt hier geholt. Und wir gehen direkt weiter zu Frage Nummer 5. Wieder eine Schätzfrage. Bild wechseln. So. Schätzfrage. Was sind die zwei Nationalfarben von Tschechien? Was ist denn eine Nationalfarbe? Diesmal bekommt ihr den Tipp, dass es zwei sind. Das verstehe ich nicht. Was sind die zwei Nationalfarben von Tschechien? Es gibt auch eine kleine Geschichte dahinter, die ich euch gleich erzählen werde. Aber... zwei? Im Moment, aber die tschechische Flagge hat doch mehr. Was ist denn eine Nationalfarbe? Schwarz und Weiß. Ich gebe euch den Tipp. Ja? Diese Farben sind auch auf der Flagge zu sehen, wenn ihr euch die Flagge vorstellt. Wow. Dann sind diese beiden Farben auf der Flagge drauf. Okay, welche nicht? What the fuck? Jay? Ja. Ich wette, das sind die auch im Trikot haben. Ja. Deswegen ärgere ich mich darüber, dass da Tipps so krass gegeben werden. Kann auch als Moderator entscheiden, was für Tipps ich hier gebe. Welche Farben und Jay kann sich ärgern darüber. Ja. Was machst du, sagst du, Bram? Das weiß ich gerade selber nicht. Welche Farbe das Trikot hat. Achso, das weiß ich gerade selber nicht. Aber Bram, hast du dich schon entschieden? Dann würde ich diese Frage beenden.
Okay. Selbe wie Lettland in der Flagge hat. Peter sagt Rot-Weiß. Echt jetzt? Brammen sagt Blau-Rot. Jay sagt Rot-Weiß. Christian sagt Blau-Weiß. Rot-Weiße haben die im Trikot. Und wir gucken uns mal die Flagge von Tschechien an. So sieht sie aus. Okay. Da sieht richtig irgendwie aus, als wenn da was fehlt. Also alle haben hier schon mal richtig gesagt, welche Farben da drin sind. Nur die Kombinationen sind hier teilweise unterschiedlich. Und die richtige Antwort ist Rot-Weiß. Und zwar kommt das daher. Und damit bekommen Peter und Jay einen Punkt. die Trikot. Peter, Peter, warum lachst du? Du hast geraten. Ich wusste nicht mal, wie die Flagge aussah, ist das Beste. Nein! Oh mein Gott. Okay, nach der Gründung der Tschechoslowakei im Jahre 1918 benutzte der neue Staat vorübergehend die weiß-rote Flagge der Böhmens. Wegen der Ähnlichkeit zu den Farben der nationalen polnischen und österreichischen Flagge im 1919 wurde beschlossen, dass die neue Fahne drei Farben erhalten sollte: Rot, Weiß und Blau. Sie haben einfach da was Blaues dazu gemacht, damit das sich nicht so ähnelt. Einfach die russische Flagge genommen. Mit Polen und Österreich haben einfach Blau dazu gemacht und fertig war die tschechische Flagge. Das stimmt, das sind alle so unten, genau in diesem Teil sind halt wirklich Rot-Weiß überall drin. Weißt du, Slowenien, Slowakei, Österreich, Schweiz, Italien, Polen. Das ist der Shit. Also wirklich alles Ungarn. Da hat jeder einfach nur irgendwo noch einen Klecks dazu gemacht. Rumänien war die Flagge ein bisschen anders. Ah. Okay. Also alles noch geprägt vom großen österreichischen Reich. Ja, ist wirklich so. Könnte sehr gut sein. So habe ich mir das übrigens wirklich abgeleitet. Ach, da ja, über Österreich bist du gekommen. Wird wahrscheinlich ja auch richtig sein. Ja, kommt dann darauf erstmal. Oh. Darauf erstmal. Auf der Flagge Südkoreas befindet sich rund um die Mitte. Die Flagge seht ihr hier. Da fehlt nur was. Rund um die Mitte diverse schwarze Striche. Wie viele schwarze Striche sieht man da? Ich werde das mal. Kannst du noch mal die Flagge zeigen? Ja, siehst du ja gerade. Ja, nee. Ich sehe gerade das Pepsi-Zeichen. Ja, das sieht da also alle weiße Striche in der Mitte. Ich werde es so machen, alle, die die genaue Zahl treffen, bekommen natürlich einen Punkt. Und sonst werden wir einfach eine Schätzfrage draus machen. Okay. Ist auch so eine Schätzfrage. Bei jeder Schätzfrage ist das so, wenn du genau triffst, kriegst du den Punkt. Wie viele Quadrate kann man denn aus den Strichen machen? Gibst du mal Tipps? Also nicht. Schade. Also, ich sehe hier, hier hat einer richtig hart geantwortet und wir gehen mal in die Auflösung. Wer hat denn richtig hart geantwortet? Peter sagt 4, Christian sagt 4, Jay sagt 12 und Bram sagt 12 Stück, 3 auf jeder Seite, aber die sind gestrichelt. Ach, ja genau, da dachte ich mir, die gestrichelten könnte ja sein, dass du den als eigenen Strich siehst, weißt du? Wenn so der in der Mitte durchtrennt ist quasi. Ich habe einfach gedacht, die haben bestimmt so 12 sowas wie Bundesländer oder sowas deswegen. Zeig mal die Flagge. Ich zeig mal die Flagge, denn Bram ist von seinem Ansatz her sehr, sehr gut dabei. Oh, nice, Bram! Die Striche sind nämlich wirklich teilweise unterteilt. Ja, aber zählt jeder Strich als eigener? Ja, jeder Strich ist ja scheiße, dann bin ich mit 12 ja trotzdem 12. Genauso weit wie Jay daneben. Ja, aber wir haben doch beide 12 und das reicht doch. Damit bekommen Jay und Bram einen Punkt jeweils, weil beide jeweils an den... Als wenn jemand die Striche auswendig, wie sind das, 6? 18 Stück. 18 Stück die? Gibt weißt es. Du das habe ich 19 gezählt. Das weiß ich leider nicht, wie viel. Also mutmaße hier nichts, sonst ich kann nur was Falsches sagen. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare hauen, wofür diese 18 Striche da also das ist bestimmt stehen. Halt einfach die Provinzen oder sowas. Ja, könnte ich mir könnte auch sein, ja. Und dann gibt's halt so unwichtigere Provinzen. Weißt du, der eine da unten rechts, das ist Nordkorea. Ja. Und die anderen Provinz von Südkorea. Seoul. Aktueller was? Punktestand. Wir haben Jay mit 6 Punkten in Führung. Danach folgt Bram mit 4 Punkten. Christian mit 3 und Peter mit 2. Also noch alles offen. Wir kommen zur Frage 7. 10 Kokosnuss. Jetzt suchen wir mal wieder ein Land. Wir haben diese Flagge hier. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Welches Land wird hier gesucht? Welches Land wird hier gesucht? Diese Flagge gehört zu einem Land. Welches fällt euch ein, wenn ihr euch diese Flagge anguckt? Ich meine, das ist diesmal mit einem schwarzen Strich drumherum. Ja, das finde ich auch ganz sympathisch, sonst würde man mich nicht sehen. Ja.
Ist da das Land drauf abgebildet? Kann gut sein. Ich dir nicht sagen. Kann auch ein Farbkleck sein, einfach so drauf. Wenn man zur Seite guckt, da steht Afrika dann, oder? Ist doch Afrika, ne? Ja. Was? So vom Umriss her? Nicht? Das ist eigentlich ein Ottifant. Ein Ottifant? Ah. Lol, das ist ein Einhorn, oder? Ja, oder ein Einhorn. Ein Einhorn könnte es auch sein. Jo, nach rechts weg. Ja. Nee, nach links. Okay. Ein kleines Einhorn sein. Links weg. Jetzt haben alle geantwortet und ich logge mal ein. Bitte nichts mehr ändern. Wir haben von Christian Zypern, von Jade Zypern, von Brammen. Ach ja. Macau und von Peter Simbabwe. Peter, war das... Das klingt eher, als wenn das ein Troll war, oder war das ein Guess? Nee, ich wusste es nicht, wirklich nicht. Okay. Ja, okay, nicht. Wir haben zwei richtige Antworten, denn Zypern ist absolut korrekt. Christian und Jay bekommen hier einen Punkt für Zypern und wir kommen zur nächsten, achten Frage. Die Flagge von Hongkong zeigt eine Blume mit wie viel Blüten? Müsst ihr euch die Flagge von Hongkong vorstellen, vor Augen ja, führen, schwierig. Ja. Peter, denk mal an Hongkong. Das reicht dir so die ganze Antwort, Blüten? Oder? Mit wie vielen Blüten? Hongkong Moment, erkenne ich nicht Blüten an. Das ist China. Ich brauche eine genaue Zahl. Das sind doch zwei genaue Zahlen sogar. Ja, du kannst auch 8 genaue Zahlen hinschreiben, das ist mir egal. Ich nehme die erste, die da steht. Okay, random Punkt. Ich denke mal, er meint das. Die Flagge 102, von Hongkong. 2, 2, 2. Okay, eine Blume mit. Nehme ich die. Wie vielen Blüten? Okay. Wir loggen ein. Hier stehen 4 Antworten. Jay sagt eine Blüte. Ja, ist ja nur eine Blüte drauf. Jay hat's wieder. Oh, ja. Oh Gott. Ja. Jay hat sich verstanden. Na, Jay. Hä, was? Hä? Hallo? Das war das, wo ich auch am Struggle war. Blüte oder Blütenblätter? Ist so eine Blüte. Ist so die Frage, wie viel, wie genauso wie die mit den Strichen. Ja, okay. Das also Blütenblätter ist was anderes. Ich überlege gerade. Wir haben noch keine Antwort genannt, richtig? Doch meine. Ich ändere nochmal kurz in 1, Sepp, ja? Ist in Ordnung, ja? Jay hat 1 gesagt. Christian hat 5 gesagt. Bram hat sich für 7 entschieden statt 5. Und Peter hat 8 gesagt. 8. Und wir gucken uns mal an. Bram wäre richtig gewesen. Es sind 5 Blüten. Ich bin mir nur gerade nicht... Aber nicht richtig. Ich eine Blüte. Christian ja, Bram hatte, Bram hatte vorhin auch recht. Also Bram ist gewechselt von 5 oder 7 auf 7. Christian hat damit recht. Das sind 5 Blütenblätter. Ja, es ist eine Blüte. Damit nicht sauber formuliert worden. Und damit muss ich Jay den Punkt geben. Weil das ist eine Blüte, das ist völlig korrekt. Du kannst gerne auch Christian den Punkt geben. Ich hatte vorher 6 halt drin stehen, aber weil ich halt mit Blütenblätter gesagt habe. Also weil ich hatte auch erst 6 drin stehen, aber nachdem du nochmal extra beendet hast, Blüte eindeutig. Die Frage, und wir haben nicht nochmal darüber diskutiert, die Frage kam von euch nicht, ob Blütenblätter oder Blüten. Doch, die hatte ich gestellt. Da war nur zu leid, hat keiner gehört. Doch. Okay, ich hab die gehört, deswegen habe ich es ja geändert. Du hast keine Antwort darauf bekommen. Also da habe ich mal eine kurze Frage. Auf Blütenblätter geändert. Was denn? Das steht im offiziellen Text. Die Flagge von Hongkong ist rot und zeigt in der Mitte eine fünfblütige Buhina Blackeania. Deshalb, also ich kann jetzt hier gerade nicht die Seite aufrufen, aber genau daran dachte ich nämlich auch. Ja, die Frage ist Blütenblätter. Deswegen gibt Christian den Punkt. Mach da einfach ich habe 6 getippt. Mach einfach, ich habe 6 getippt, weil ich halt vorher 6 drin stehen hatte. Das hast du eine Aufnahme. Oder nimm einfach raus und mach weiter. Ich finde, ich sollte den Punkt bekommen, ehrlich gesagt. Okay. Fair enough. Ich finde, Jay ist ein fair Player, auch hier mit dieser Entscheidung. Und damit kriegt Christian den Punkt, weil Christian hat die richtige Antwort gegeben. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Kein Perfect Play. Was Jay für ein fairer Mensch ist. Ich finde das. Ach, du bist jetzt alles? Ja. Was? Was denn? Ich hätte bislang jeden Punkt. Genau. Aber Jay hat gönnermäßig hier abgegeben. Fairerweise. Und wir kommen zu Frage Nummer 9. Was befindet sich in der linken oberen Ecke der Flagge
Maltas. Die ihr hier seht, ihr müsst euch links den weißen Teil dazu denken, der genauso groß ist wie der rote Teil. Und oben links in der Ecke von dieser Flagge ist ein Symbol zu sehen. Und dieses Symbol hätte ich gerne von euch genannt. Was befindet sich denn da auch? Linken oberen Ecke der Flagge Maltas. So? Ah, so. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Ein Symbol ist dort zu sehen. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, verwirrt mich. Ray fehlt noch, der überlegt, glaube ich, noch. Mhm. Aber lassen wir ihm noch easy ein bisschen Zeit. Er hat auch gerade gegönnt. Er hat gegönnt. Ihr seht natürlich gleich, natürlich auch direkt die Auflösung, was da oben in der Ecke ist. Kein Plan, Mann. H6-Zeichen. Okay, Jay hat geraten wahrscheinlich, weil er sagte, kein Plan. Und wir kommen mal zur Auflösung. Wer weiß es von euch genau? Ich hab das den Libanon Kreuz, gerade oder? Geschrieben. Ja, Kreuz der Malteser oder so. Okay, Christian sagt Kreuz, Bram sagt Kreuz der Malteser, Jay sagt Baum und Peter sagt eine Friedenstaube. Ich glaube, eine Friedenstaube war doch eher die sich einen durchzieht. War das nicht die vom Vatikan? Ja. Hier klingelt es gerade kurz. Keine Ahnung. Ich find eine weiße Taube auf weißem Hintergrund auch schön. Die ist da, aber man sieht sie nur nicht. Ja. Und da seht ihr das Kreuz der Malteser. Ich glaube auch, es ist wirklich das Kreuz der Malteser. Sollte das Malteserkreuz sein. Und, ich kenne die Flagge nur in diesem weiß-rot. Damit das ist aber übrigens Christian grau. Christian und Bram bekommen hier einen Punkt. Beide haben hier richtig gegessen, dass es ein Kreuz ist. Und wir kommen zur letzten Frage. Welches Tier befindet sich auf der Flagge von Sri Lanka, die ihr hier seht? Alter. Das ist die Flagge von Sri Lanka ohne das Tier. Das sieht aus wie so eine Bademeisterflagge. Das sieht irgendwie ja wirklich nach einer ganz miesen Farbkombination aus für eine Flagge. Ja. Wo befindet sich das Flagge? Tier dann? Auf dem lilanen oder auf dem lilanen, auf diesem roten dort dürft ihr euch ein Tier vorstellen, was da drauf ist. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Den Tipp gebe ich euch. Ein Landeinsiedlerkrebs. Also da in dem Bereich, in diesem roten Bereich. So, das ist da drauf. Ich kann mir richtig vorstellen. Ich sehe hier sehr, sehr gute Antworten. Ah ja, Moment. Ich mach's noch konkreter. So. Okay. Kommen wir zu den Antworten. Jay hat viele Tiere, aber er hat mit Schlange geantwortet. Welche hast du noch? Schmetterling zum Beispiel, können wir gut vorstellen. Schmetterling. Christian hat was Gefährlicheres gegessen. Ja. Löwe, hat er gesagt. Ich wollte Löwe oder Tiger nehmen. Ich habe mich für den König des Dschungels entschieden. Natürlich den Löwen. Löwe könnte auch gut sein. Okay. Peter hat was ganz Süßes geschrieben. Er hat die Ente genommen. Ente süß-sauer, glaube ich. Die Ente. Und der Bram hat etwas detaillierter diese Darstellung beschrieben. Ein Elefant auf zwei Beinen mit Hut und Joint. Also, Bram ist zumindest in der Ausführung sehr nah dran. Also, kommen wir mal zu dem Tiger. Ja, komm, das ist doch ein Elefant. Das ist eine Ente, eindeutig. Das ist ganz weit weg von Fabelwesen. Löwe, oder? Hätten wir auf Fabelwesen schreiben. Warte. Löwe. Wir müssen. Warte mal. Wir müssen mal eben kurz googeln, denn unsere eigene Antwort widerspricht sich. Ist ein Elefant auf zwei Beinen mit Hut und Joint. Ich weiß. Das widerspricht sich, denn. Es ist. Ja, gut, es sind drei Beine, ich geb's zu. Steht dort Tiger, ist nicht tatsächlich aber die, ja, aber in ist der nicht eigentlich die Darstellungsweise, wie halt. Das ist die Löwe-Flagge. Warte. In der Erklärung steht, der Löwe auf der Flagge Sri Lankas soll dabei, wenig überraschend, Tapferkeit symbolisieren.
Zwei Streifen im linken Bereich der Flagge symbolisieren zudem die zwei großen Minderheitsgruppen des Inselstaates. Wie kann man denn eine große Minderheitsgruppe sein? Das ist ja schon mal komisch. Kandi, Junge! Es war Kandi! Und ich glaube, so wie ich das richtig verstehe, also die Lösung, die hier steht mit Tiger, ist, denke ich, falsch, denn es ist ein Löwe, weil ich glaube, dieser Text wird aus Wikipedia rauskopiert sein. Und damit bekommt... Wartet mal. Kann einer kurz das gegenchecken? Hey, Löwenflagge, hier. Da steht der Löwe. Flagge ist die lange Zeit ein goldenen Löwen. Vor einem weinroten Hintergrund. Der sein ganz klar Löwe. Wort Singa ableitet. Und damit hat Christian sich für den richtigen... Für den richtigen King des der Dschungels König entschieden. König des Dschungels, Junge. Und Christian immer geht damit in Führung mit 7 Punkten und ist damit heute der Spaß mit Flaggen Sieger. Dankeschön. Wenn ihr auch sehr stolz auf Peter seid, dann lasst doch eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Spaß mit Flaggen. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.